Unser Roboter wurde neu gestartet. Ja, okay, das mache ich lieber nicht. Yo, Leute, Mann, was geht ab? Und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Clan-Channel. Im Hintergrund seht ihr ein geleitetes Gameplay auf einem Combine. Ich habe zusammen mit dem Paco COD Game gespielt. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, Digga. Und der Typ kassiert jetzt erstmal den Sidearm seines Lebens, Alter. Ja, Digga, Kappa. Ja. Was soll ich sagen? Dansko ist, ich glaube, 54 zu 8, wenn ich mich nicht recht irre. Ob ich die Nuklear geschafft habe, weiß ich nicht. Sage ich nicht. Kein Plan, Jungs. Denn ich war nämlich auf Streak, Leute. Aber das werdet ihr. Ja. Keine Ahnung, das werdet ihr auf jeden Fall noch im Video sehen, meine Freunde. Auf jeden Fall, was gestern los war, Leute. Ohne Scheiß, das war nicht mehr normal. Also, ich nehme das Video jetzt am 4. März auf, also am Samstag. Und Paco COD Gamer, der hat nämlich von Freitag auf Samstag gestreamt. Und Leute, Mann, was da los war, das war nicht mehr normal, Alter. Der Kerl macht erstmal 10 Abos plus, Alter. Juckt ihn einfach nicht. Er knackt fast die 200er Marke beim Stream, also Aufrufe. Richtig geil, Alter. Die Unterhaltung war top, Mann. Die Leute waren richtig cool drauf. Da gehen auch noch auf jeden Fall. Jetzt fange ich schon wieder an mit dem auf jeden Fall. Egal. Scheiß drauf. Da gehen auf jeden Fall noch Grüße raus an die Leute, die dabei waren. Die so zahlreich im Stream waren. Schakal und so weiter. Lukas war auch noch im Stessel, Alter. Auf jeden Fall richtig geil gewesen, Mann. Das Gameplay habe ich an ein paar Stellen wieder gecuttet, Leute. Ihr kennt mich. Aber was soll's. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich sagen soll. Ich mache das schon wieder Freestyle. Nochmal zum Gameplay. Ich spiele hier mit der Dingo am Start. Ist auf jeden Fall. Schon wieder auf jeden Fall. Alter. Aufsätze habe ich drauf. LV-Visier. Schnellzielgriff, Griff und Magazinerweiterung. Natürlich in schöner Dagmara-Tarnung. Man kennt ihn. Und Leute, ohne Scheiß, ich habe im Moment so viel Spaß am BO3, so viel Spaß am Streamen. Am 18. März habe ich 2 Wochen Zeit. Oder da wechsle ich halt das Zimmer und so einen Scheiß. Weil dann kann ich nämlich durchgehend streamen zum Beispiel oder Videos machen und was weiß ich. Die Elgato, wo ich im letzten Video schon erwähnt habe, die müsste jetzt auch schon da sein oder bald da sein, denn der Kollege aus Berlin ist, glaube ich, schon da. Oder sollte bald da sein, kein Plan. Und ja, Leute, dann fehlt auf jeden Fall nur noch der Laptop. Und jetzt muss ich gerne, weil ich habe nur 5 Stunden gepennt, also der Stream ging, keine Ahnung, von 9, glaube ich, bis 10 nach halb 4 oder so morgens. Ey, das war auf jeden Fall richtig geil. Ich bin echt immer noch gehypt, Mann, und ich fühle mit dir, Paco, ohne Scheiß. Ich weiß, wie das ist, wenn man Abonnenten dazu bekommt, und ich gönne dir das auf jeden Fall vom Herzen, Alter, und ich schwöre dir, Mann, du knackst die 100 Abonnenten mit Sicherheit noch dieses Jahr, Alter. Ich bin kurz vor den 150 Abonnenten, also wäre cool, wenn ihr mir mal ein Feedback hinterlassen würdet, wenn ihr mir mal ein Abo da lassen würdet. Man kann mit uns zocken, also das ist überhaupt kein Problem, solange ihr nicht abfuckt oder so. Also ganz normal quatschen halt, und ja, ich habe halt einfach manchmal meine 5 Minuten, wo ich halt mal ein bisschen im Rage-Modus bin. Ich kann ja auch mal ein Video machen, wo ich komplett nur am Ragen bin und so. Mal schauen, wie das ankommt. Ja, Leute. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Wir wollten noch im Stream auf 100 plus gehen, aber also wir hatten 6-Mann-Party und haben Clutches gespielt. Und wenn die Gegner nicht liefen würden, dann hätten wir locker 100 plus geschafft oder so. Aber die meisten Gegner sind dann gelieft. Ja, oder ich bin halt einfach gelieft. Juckt mich nicht. Ja, weil man braucht wirklich Noobs im Gegnerteam für 100 plus, denke ich mal. Weil wir sind kein
kein Muscle Scorpion, kein Barca, kein Massi und so ein Scheiß oder kein Aimbrot, was weiß ich, oder kein Kenkix, Gustav Gabel, die absoluten Millionster Prezi am Start haben. Und was weiß ich, wie gut die abgehen, also ne, so gut werde ich niemals werden. Ja, Leute. Ich habe gerade noch ein Pack-Opening aufgenommen. Also noch bearbeitet und so ein Scheiß und ja. Irgendwie bin ich leicht müde. Und den Typen da oben habe ich nämlich überhaupt nicht gesehen, der alles klar noch hat. Der, wo mit der P06 auf mich geschossen hat. Ich war einfach zu blind, ey. Ja. Ich glaube, ich müsste mich mal bei einem Gameplay-Commentary ein bisschen vorbereiten, weil ich habe halt einfach im Moment nichts zu erzählen. Das, was ich euch erzählen wollte, das wisst ihr schon mit dem neuen Equipment und so ein Scheiß und ja. Erstmal die Heizung anmachen hier. Und mir ist kalt, Leute. Ja, Digga. Nochmal auf jeden Fall danke an Nachtschweif, der noch gestern dabei war. Beim Poco im Stream hat auf jeden Fall richtig gebockt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in England, Digga. Und grüß mir die Queen von mir. Ah, oh, Leute. Wie gesagt, im Moment macht mir BO3 wieder richtig viel Spaß. Und ja. Ich merke schon, Leute, ich weiß nicht, was ich... Boah, Alter. Ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe jetzt schon wieder 7 Minuten gequatscht. Auf jeden Fall gönnt euch das Gameplay noch bis zum Schluss. Apropos Schluss. Der Schluss ist ein bisschen langweilig geworden. Da habe ich ziemlich viel gecuttet, weil die meisten Leute dann aus der Lobby gequittet sind. Und ja, okay, ich meine, kann ich verstehen, wenn man Hater gedrückt bekommt und dann quittet man einfach raus. Naja, mein Gott, macht ja nichts. Hier war ich, glaube ich, schon auf 10er Street, Leute. Also... Ja, gönn ich das Gameplay auf jeden Fall noch. Ey, wie oft sage ich eigentlich auf jeden Fall, Mann, ey? Das kann es doch nicht sein, ey. Oh, Mann, ey. Naja, gut. Wie gesagt, gönn euch das Video noch. Boah, Alter. Ey. Ich glaube, ich lege mir noch eine Stunde hin oder so. Okay, gönn euch das Video noch. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin für alles offen, ihr wisst Bescheid. Auch Kritik gerne gesehen. Aber Beleidigungen auf jeden Fall, die werden gelöscht, das ist klar. Aber sowas brauche ich nicht. Okay, Leute, das war's, denke ich jetzt mal von meiner Seite her. Genießt das Gameplay noch, genießt die Beats, genießt die... Ach, kein Plan, Leute, ohne Scheiß. Ich laber schon wieder viel zu viel Müll. Also Leute, ich bin raus, haut sich rein, danke fürs Zuschauen, bewerten und kommentieren nicht vergessen, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, hier aus Skrupelloser Streak, ich bin raus und ciao Leute.
dieser Drohne nähert. Drohne nähert. Unser Roboter ist gleich am... Hat sie erledigt. Verhindert, dass der Feindroboter unsere Basis erreicht. Der feindliche Roboter ist unterwegs. Possible.